Hi Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy VII Remake. Im letzten Part hat Shinra es geschafft, unsere gesamte Sektion zu zerstören. Wir konnten da leider nichts machen, also wir haben auch ein paar Leute verloren, die natürlich storymäßig gestorben sind. Auch wenn es natürlich, es gibt halt immer zwei Tode in Final Fantasy, einmal die Tode im Kampf und die Tode in der Story. Die Tode im Kampf kannst du mit Engel, Wiederbelebung rückgängig machen. Die Tode in der Story nicht. Was halt immer so zweischneidiges Ding ist. Warum gibt's die Möglichkeit, jemanden wieder zu beleben im Kampf, aber wenn jemand in der Story stirbt, ist er dann weg? Ist genau dasselbe wie zum Anfang, wo Jesse das erste Mal vom siebten Himmel angegriffen wird, dann da runterfällt, sich den Fuß verknackst. Normal im Kampf, wenn das passieren würde, würdest du einfach eine Heilung benutzen und sie könnte weiterkämpfen. In der Story hat sie ihren Fuß verknackst, der muss verbunden werden und sie kann nicht mehr auftreten und kann deshalb nicht mit. Ist immer leider so ein Story-Ding, mit dem ich nicht einverstanden bin. Das hier ist schon Sektor 5, oder? Schnell, bring mich zu Marlene. Ja, das ist das Randgebiet. Noch ein Stück. Lauf schneller, heb die Füße an! Gib halt das Tempo vor. Was ist hier schon wieder? Hä? Wir unterbrechen für eine Eilmeldung. Ist es wahr, dass die Platte abgestürzt ist? Ah, guck mal, die Keule wäre hier auch. Man kann den Reif nochmal kaufen. Zauberreif mit 4 Slots. Uff. Der Zusammensturz soll in Verbindung mit der Reaktorexplosion stehen, die früher diese Woche geschah. Ich wiederhole. Wir unterbrechen für eine Eilmeldung. Das hier sind Aufnahmen vom Zusammensturz der Platte über Sektor 7. Der Sektor wurde zur Sperrzone erklärt. Nur Rettungskräften ist der Zutritt gestattet. Alle Bewohner der Sektoren 6 und 8 werden gebeten, bis auf Weiteres in ihren Häusern zu bleiben. Die Welt wird immer gefährlicher. Jeder braucht eine gute Waffe. Da müssen wir so gucken, was wir ihm geben. Er braucht eigentlich richtig dringend eine andere Waffe. Gestellt, welches die Schäden begutachten. Gab es noch eine Explosion? Was soll das? Die strukturelle Integrität der benachbarten Platten prüfen wird. Der Zusammensturz soll in Verbindung mit der Reaktorexplosion stehen, die früher diese Woche geschah. Es hat richtig doll gewackelt und dann gab es einen. Alles hat gewackelt. Alles aus dem Regal ist gebrochen. Es hat richtig doll gewackelt. Alles ist ganz schnell. Und wie das hier gewesen? Das ist das Haus. Marlene! Hilton! Das muss ich jetzt gucken. Das war hier. Ich habe in einer Aufnahme gesehen, dass da irgendwas noch geleuchtet hat, nachdem man die Materie da weggenommen hat. Aber es kann sein, dass das irgendwie in der Aufnahme nur ein bisschen komisch aussah. Oh, genau, bei Aeris im Zimmer war doch was, ne? Kann man da jetzt ran?
ist sie? Wo ist Marlene? Barrett. Mein Name ist Barrett. Marlene ist meine Tochter. Also sie hat kurze Haare und ein Gesicht, so süß wie ein Engel. Ihre Kleidung... Rosa! Heute hatte sie was Rosanes an! Die Kleine schläft oben im Bett. Leise, sie schläft! Wollen wir auch hoch? Ich glaube, das würde mich beruhigen. Ich muss echt aufpassen bei der Aufnahme. Wehe, ihr weckt mir die Kleine auf! Mit dem Mauszeiger. Ich muss nur einmal kurz gegen die Maus kommen und die Maus ist auf einem anderen Bildschirm. Sorry dafür. Ich hatte die eigentlich ausgeblendet, aber ich hoffe, dass man die jetzt nicht Marlene, ganze Zeit ein Glück, sieht. Du lebst. Aeris ist mit Shinra mitgegangen. Oh nein. Ich hatte Aeris zu Marlene geschickt. Ich war das. Obwohl wir uns kaum kannten, war sie so hilfsbereit. Ich habe sie in Gefahr gebracht. Euch trifft keine Schuld. Früher oder später wäre es ohnehin so gekommen. Wegen ihrer Herkunft. Richtig? Hat Aeris dir das erzählt? Dann muss sie dir wirklich vertraut haben. Ja, Aeris ist vom alten Volk. Sie ist die letzte Überlebende. Anders als ich. Ich bin nicht... ihre leibliche Mutter. Es war vor 15 Jahren. Mein Mann war damals Soldat und an die Front geschickt worden. Er hatte mir in einem Brief geschrieben, dass er mich besuchen kommt. An jenem Tag wollte ich ihn am Bahnhof abholen. Aber ich wartete vergeblich auf meinen Mann. Ich hatte Angst, dass ihm was zugestoßen war. Aber redete mir ein, dass ihm nur der Urlaub gestrichen wurde. Also ging ich jeden Tag zum Bahnhof, um auf ihn zu warten. Und eines Tages traf ich die beiden dort. Ich wusste nicht, ob sie vom Wallmarkt kamen oder ob sie von der Platte in die Slums ziehen mussten. Solche Menschen traf man hier gelegentlich. Bringen Sie Aeris in Sicherheit. Das waren die letzten Worte ihrer Mutter. Ohne meinen Mann war ich genauso alleine wie sie. Darum entschloss ich mich, Aeris mit zu mir nach Hause zu nehmen. Sie lebte sich schnell ein, wir verstanden uns gut. Die Kleine war so ein Plappermaul. Sie hat mir alles erzählt. Dass sie mit ihrer Mutter aus einer Forschungseinrichtung geflohen war. Und dass die Seele ihrer Mutter zum Planeten zurückgekehrt wäre und sie sie deshalb nicht vermisst. Zurück zum Planeten. Wie es in den Büchern steht. Ich dachte, sie redet Unsinn und korrigierte sie, dass ihre Mutter jetzt im Himmel sei. Doch sie meinte, nein, in diesem Planeten.
Ich dachte, sie hätte einfach nur zu viel Fantasie. Mama, du darfst nicht weinen. Das sagte Aerys aus heiterem Himmel. Als ich sie fragte, warum, sagte sie: Der Mensch, auf den du so sehnlich wartest, ist gestorben. Seine Seele war hier, um Abschied zu nehmen. Aber jetzt ist er zum Planeten zurückgekehrt. Ich wollte ihr nicht glauben. Doch dann, nur wenige Tage später, kam der Brief, dass mein Mann im Krieg gefallen sei. Und da wurde mir einiges klar. Trotz allem führten wir ein glückliches Leben. Bis eines Tages. Oh. Huh? Jaha. Nein, geh weg. Oh. Aerys, du bist ein ganz besonderes Kind. In dir fließt das Blut des alten Volks. Ich fragte ihn, was er meinte, was das alte Volk denn sei. Das alte Volk wird uns zum verheißenen Land führen. Aerys ist der Schlüssel, um den Weg zu öffnen. Manche sagen, es sei nur ein Mythos, etwas, das Mut machen soll. Doch wir glauben, dass die Schriften wahr sind, alles, was in ihnen steht. Der Shinra-Konzern braucht jetzt unbedingt Aerys Hilfe. Du lügst! Ich bin nicht vom alten Volk! Wirklich, Aerys? Hast du noch nie Stimmen gehört? Obwohl eigentlich niemand da war? Hab ich nicht! Ich ahnte natürlich, dass das nicht stimmte. Denn zu oft wusste Aerys Dinge, die sie gar nicht wissen konnte. Seltsam, dass die Turks Aerys nicht gleich verschleppt haben. Obwohl sie wussten, wo sie ist. Es ist wohl wichtig, dass sie ihnen freiwillig hilft und nicht gezwungen wird. Darum würden sie ihr nie etwas antun. Selbst jetzt, wo sie sie entführt haben. Bestimmt darf sie gehen, sobald Shinra keine Fragen mehr hat. Hoffen wir's. Halt! Wo willst du hin? Wirbel nicht unnötig Staub auf! Wenn ich jetzt auch noch Aerys verliere, hab ich niemanden mehr. Ich bitte dich. Cloud, Aerys Mutter könnte recht haben, dass sie sie gehen lassen, wenn sie haben, was sie wollen. Wollen wir nicht noch abwarten, was passiert? Wir sollten zurück nach Sektor 7. Da wartet auch Arbeit. Und wir müssen noch nach der Bar sehen. Alles klar. Mir wurde gesagt, ich soll nach der Materia gucken, die in Aerys Zimmer liegt. Hust, hust. Esper-Talisman. What the... What the shield? What is that shield? Ich glaube, an unserem alten Zimmer war nichts. Ne. Okay, what is that shield? Steckgerufene Esper. Okay, dann sind die
Stärke. In welcher Weise steht er nicht? Ob die mehr Leben haben oder einfach mehr ein höheres Kraftstat oder stärkere Magie oder neue Angriffe. Das ist sehr... Da hinten... Ich sehe wieder Gespenster. Ich habe das... Das Tor nach Sektor 7 ist verschüttet. Durch die Trümmer kommen wir nicht durch. Was sollen wir tun? Wir nehmen den Tunnel auf dem Spielplatz. Ah, gute Idee. Und wie kommen wir dahin? Gibt noch einen anderen Weg. Weiß ich von Eris. Echt praktisch, so eine Verbündete vom alten Volk, was? Sorry, ist mir so rausgerutscht. Doll gewackelt und dann gab es einen Riesenkrach. Ach, jetzt müssen wir den... Wenn es nochmal bebt, rette ich dich, okay? Jetzt müssen wir den anderen Weg nehmen. Erst hat alles gewackelt und dann... Was tun wir, wenn unsere Platte aufkommt? Natürlich müssen wir jetzt den langen, nutzlosen Weg gehen. Oder wie, oder was, oder wie... Wir unterbrechen für eine Eilmeldung. Das hier sind Aufnahmen vom Zusammensturz der Platte über Sektor 7. Hä? Der Sektor wurde zur Startzone erklärt. Hier irgendwo links rein war das, ne? Das hat vielleicht gekracht. Ob das ein Unfall war? Wo wir doch dachten, dass wir uns um Krieg... Genau, irgendwo links. Da kommen Gegner, ne? Was geben wir ihm? Der Eris ist nicht da. Ihr könnt alle Materie von ihr abhängen. Da drüben. Ja, ich weiß, wo das ist. Danke. Och nee. Komm jetzt. Komm jetzt wieder die Typen, die mir Geld geklaut haben in dem einen Part. Kriegeanfall. Ich weiß übrigens, warum ich bei dem einen Mal das Geld verloren habe und beim anderen Mal das wiederbekommen. Weil beim ersten Versuch... Na los, worauf warten wir? Ist der Typ, der das Geld geklaut hat, weggerannt. Danach habe ich den einen besiegt und dann war der Kampf vorbei. Deshalb war das Geld dann weg. Und hier ist Monster Party. Jetzt wird aufgeräumt. Auf die Fall! Genug! Bis hier und nicht weiter. So darf's weitergehen. Finde ich auch. Das hatten wir aufgemacht, genau. Eigentlich, ja, okay. Alle Rätsel sind gelöst.
Ich glaube auch im Original war das hier nicht so eine Metall. Eine Hand, also Farben, sondern irgendwie so eine gelbe Hand oder irgendwie so, die man bedient hat. Eine Sackgasse. Mist. Versuchen wir es da. Ziemlich gefährlich. Guck mal, wie Barrett zuerst hinter mir war und dann auf einmal vor mir steht. Was ist das für ein... Hä? Ihr könnt ihr nicht einfach schon in den nächsten Weiterweg reinporten vor mir hin. Oh, das nehme ich. Das wird ein Kinderspiel. Mein Einsatz. Jetzt. Los geht's. Es ist aus. Das komme ich. Tschüss. So darf's weitergehen. Finde ich auch. Welche Glutmaterie ist gerade aufgestiegen? Meine! Uff, ich kann voll gar machen. Nice. Ene, Mene. Lassen wir die Muskeln spielen! Keine Chance! Nicht lieber ein Dach! Bin mal so frei. Eis. Keine taktischen Informationen. Feindtechnik. Es gibt das hier? Es gibt das hier. Genug. War okay. Ich da drauf schon warte. Volle Konzentration. Volle Kraft. Alles geht. Schluss jetzt. Das läuft doch ziemlich gut. Ja, nicht schlecht. Wer es nicht kennt, es gibt die Materia Feindes können. Wenn man im Kampf dann von einem Feind getroffen wird, dessen Attacke man kopieren möchte, erlernt man die als Fertigkeit. Und das ist im Spiel, ist das halt mega cool. Dann kannst du halt, wenn du von Raketen von einem Gegner getroffen wirst, kannst du dann später selber mit Raketen schießen. Wenn ein Gegner irgendwie einen Feuerball macht, dann kannst du später selber diesen Feuerball schießen. Wenn ein Gegner ein Laserstrahl auf dich schießt, kannst du später selbst diesen Laser kopieren. Und das ist halt richtig cool. Und du kannst natürlich auch so ein paar OP-Angriffe dann haben. Ich geb mich nicht geschlagen. Mein Einsatz. Nachschlag. Ah, hat mich verstummt. Verschwende. Ich hab doch gesagt, weg. Okay. Und weil wir das verbunden haben, machen wir jetzt auf beide Folger, ne? Es wird heiß. Hä? Das ist doch verbunden, oder nicht? Der Feind ist geschwächt. Und tschüss. Volle Kraft. Und tschüss. Muss ich das schon wieder nachgucken? Magische Verkettung. Nein, das ist das andere. Ach, das. Wo ist das andere? Da. Jawohl, Sieg! Das wollen wir. Uff. Moment, ich hatte das.
Was ist das da? Warum? Oh, ist das hier so ein Ausruhraum? Nee. Das ist ein Item. Plattenschutzring. Reif. Plattenschutzreif. Ach, das sind die Bekloppten wieder. Bring die Frische Beute! Das war's dann wohl. Ich verliere nicht. Ja. So. Feuer. Feuer. Ja. Der Feind ist geschwächt. Das war ein gutes Training. Nicht so schnell! Wenn ihr hier durch wollt, ist Weg zollfällig. Du bist es! Kennst du die? Lüg nicht! Klar kennen wir uns! Verbrennen! Volle Kraft! Das du bist! Beziehung ist weiter! Nicht mehr bewegen! Reicht nicht mehr, ne? Übernimm. Okay. Halt, stopp. Tiefer, Entfesselung. Und schön. Dein Ende. Das wäre geschafft. Verdammt, ich wollte dieses 200% Schock-Crit-Schaden machen. Das war ein bisschen zu doll. Okay, Feuer. Richtig gut in der Kombination. Mit diesem, dass es auf alle Gegner geht. Aber kostet leider sehr viel MP. Dann müsste ich noch was ändern, wenn ich mehr MP bekomme. Sind wir endlich durch? Mann, das waren ganz schön nervige. Feuer! Alles geben! Darf jetzt nicht schlapp machen. Es ist aus. Schon gewonnen. Bringen wir es hinter uns. Genug! Frostmaterie und Luftmaterie. Ist aufgestiegen. Frostmaterie. Also Gewitter braucht nicht mehr viel. Luft ist jetzt Aero-Ra. Frost ist Eisgar. Nice. Cloud legt sich gleich hin. Luft. Hab beinahe etwas Angst, was uns in Sektor 7 für einen Anblick erwarten könnte. Tiefer. Gehen wir. Hier oben könnte noch mal was kommen, ne? Okay, nein. Okay. Es sei denn, die sind wieder da, direkt da vorne, wo sie mich schon mal beklaut haben. Ne, doch.
Ne, sind normale Leute. Was meinst du? Können wir hier durch? Nee, da soll es viele Kreaturen geben. Hab ich alle erledigt, kannst du durchgehen. Genau, ich glaube, man wäre im normalen Game, wäre man vom kaputten Pfeiler direkt hier gelandet und würde dann direkt nachgucken gehen. Reimer! Du lebst! Mehr oder weniger. Wo sind die anderen? Weiß ich nicht. Tut mir leid. Schon okay. Ich bin so froh, dich zu sehen. Das gibt mir Hoffnung für die anderen. Die Sorgen hören nicht auf. Okay. Was? Verdammt nochmal! Hä? Ich? Wer weiß, was kommt. Man ist besser gut vorbereitet. Schön aufpassen da draußen. Unterwegs nach Sektor 7? Ja. Verstehe. Viel habe ich nicht im Angebot. Aber sieh dich um. Ui, ui. Barrett, Geschenke. Hier gibt's den auch nochmal. Okay, ja. Viel Glück. Ach so, der ist ohne Upgrade schon fast besser. Okay, hier weiß ich halt gar nicht, ob ich überhaupt diese Fertigkeit haben will. Mit dieser TP. Übertragung. Deshalb. Boah. Eigentlich Schnuppe. Okay, die hat nur zwei Dinger. Kriegt richtig viel Leben durch das Ding auf jeden Fall. Und mal den Slot. Was kann er denn bei hohen TP physischer Angriff plus 5? Erhöhe die magische Attacke, solange der TP-Wert bei mindestens 75. Oh, okay. Planete geheim. Okay, okay, okay. Machen wir offensiv. Es sollte eher eigentlich genau. Tankzeug hat er nicht geskillt, aber alles, was halt Schaden in irgendeiner Weise erhöht. Genau, und das hätte ich eigentlich auch gern für Cloud, dieses Subspirit. Okay, okay. Jo. Ja, Leben geht ein bisschen runter. Abwehr geht ein bisschen runter. Aber ist okay.
Seid es Frost, Gewitter, Glut, wiederbeleben, stehlen, heilen. Dann geben wir ihm hiermit wieder TP zurück. Das sollte okay sein. Welches würde ich denn noch gerne hoch machen? Guck, Gift weiß ich gar nicht, wann man das gebrauchen kann. Versiegelung, Schlafsturm und Tobsucht. Das Ding vielleicht? Das wird Barrieren kaputt machen können? Magische Verkettung geht nicht, sind keine verbundenen Slots, ne? Kann das sein? Den Boost? Können wir vielleicht mal mit reinmachen? Okay, dann in den Tunnel. Hier klettern wir hoch. Also von Klettern halte ich ja gar nichts. Es ist so langsam. Endlich wieder frische Luft atmen. Verdammt! Warum musste das geschehen? Komm, nur noch ein bisschen. Da vorne ist schon Sektor 6. Aber wenigstens leben wir noch. Und jetzt komm, weiter. Hey, du hättest mich in den Trümmern zurücklassen sollen. Sag doch nicht sowas! Wir haben uns bisher immer irgendwie durchgeschlagen. Loot? Hm, kein Loot, okay. Da hast du recht. Viel Geld hatten wir eh nie. Schon wieder? Das war näher als vorhin. Ist da irgendjemand, der Hilfe braucht? Okay, dann machen wir hier weiter im nächsten Part. Ciao, Leute.